In der Ukraine sind seit Russlands Einmarsch vor 21 Monaten laut Angaben der Vereinten Nationen mindestens 10.000 Zivilisten getötet worden, darunter auch mehr als 560 Kinder. Da viele Leichen noch immer nicht identifiziert wurden, dürfte die tatsächliche Todeszahl allerdings in Wirklichkeit noch erheblich höher sein. Auch das hat die UN mitgeteilt. Zudem seien mithilfe vor Ort von stationierten UN-Beobachtern bislang mehr als 18.500 verletzte Zivilisten registriert worden. Russlands Angriffskrieg entwickelte sich zu einem langwierigen Konflikt, dessen hohe menschliche Verluste schwer zu begreifen seien. Viele Zivilisten würden weit weg von der Front durch russische Raketen getötet, teilten die Vereinten Nationen weiter mit.